Mit Bildern vom Aufbau des Obelisken von Ole Ogoebe heiße ich Sie recht herzlich willkommen bei Artort TV. Und bei mir steht heute Regina Oesterling. Schön, dass du da bist. Wie ist denn der Stand der Dinge hier beim Obelisken? Ja, mittlerweile hat es eine Stadtverordnetenversammlung gegeben, auf der beschlossen wurde, dass der Obelisk hier nicht stehen bleiben darf. Und das heißt dann letztendlich wohl, dass er jetzt am Wochenende abgebaut wird. Kannst du vielleicht nochmal rückblickend sagen, wie es eigentlich zu dieser Situation gekommen ist, dass man sich nicht entscheiden konnte, dieses Kunstwerk hier am Königsplatz zu belassen? Ich weiß nicht, ob das überhaupt noch wirklich jemand versteht, weil ursprünglich wurde mal um Spenden geworben. Da ist jeder davon ausgegangen, dass der Obelisk auf dem Königsplatz stehen bleiben darf. Deswegen hat Ole Ogoebe ja letztes Jahr auch den Kasseler Kunstpreis bekommen. Da wurde er noch hoch gelobt, da wurde überall gesagt, die Kasseler wollen den Obelisken behalten. Und da ist natürlich jeder auch von diesem Standort ausgegangen, weil er für diesen Standort geschaffen wurde. Also um nochmal vielleicht so ein bisschen rückblickend das Ganze zu betrachten. Es war so, dass Ole Ogoebe mit Adam Szymczek, dem künstlerischen Leiter und dem damaligen Oberbürgermeister, sozusagen verschiedene Standorte in der Stadt ausgewählt hatte für eine mögliche Dokumentearbeit. Ja, richtig, genau. Er hat verschiedene Vorschläge gemacht, also immer mit diesem Spruch, wo es um die Flüchtlinge ging, hat aber eben verschiedene Projekte vorgestellt, die wirklich ortsspezifisch hergestellt waren und ganz unterschiedlich auch in der Machart waren. Und dann ist sich für den Obelisken auf dem Königsplatz entschieden worden. Der Beton ist auch extra dem Königsplatz angepasst worden. Da hat es verschiedene Absprachen gegeben. Die Symmetrie mit den Türmen ist abgestimmt worden. Der ist genau für diesen Platz ausgesucht worden. Ja, und als es dann um die Spenden ging, als um die Spenden geworben wurde, um den Obelisken anzukaufen, die Außenkunstwerke einer Documenta werden immer von Spenden angekauft, nicht von Steuergeldern für die Stadt, wie das viele immer wieder gerne publizieren. Da ging es für jeden darum, dass der Obelisk dann eben auch hier stehen bleibt, an diesem Platz. Und erst nachdem die Spendensumme bekannt war, die Spendenaktion abgeschlossen war, kam eigentlich zutage, dass darüber nachgedacht wird, den Obelisken zu versetzen und woanders zu präsentieren. Das war ja eigentlich ein Schlag ins Gesicht der Freiheit der Kunst, müsste man eigentlich sagen, oder? Weil man ja sozusagen, wenn der für diesen Ort geschaffen ist, man ihn einfach dann sozusagen von dem Ort entfernt, dann ist ja die Wirkung, die der Künstler wahrscheinlich damit erzielen wollte, nicht mehr gegeben. Ist auf jeden Fall eine andere. Und da gibt es eben sehr verschiedene Ansichten zu in der Kasseler Stadtgesellschaft. Wie gesagt, die Stadtverordneten, die Entscheidungsbefugnis letztendlich darüber haben, die wir gewählt haben, sind halt der Meinung, dass der hier nicht stehen bleiben darf. Zum einen hat die AfD angekündigt, dass sie hier dann an dem Obelisken ihre ganzen Demonstrationen macht, was letztendlich keiner möchte. Und zum Zweiten soll der Platz für weitere Documenta-Ausstellungen freigehalten werden. Für die Documenta ist aber wirklich vorgesehen, fest vorgesehen, immer nur das Friderizianum und der Friedrichsplatz. Da ist der Ursprung der Documenta, da beginnt sie. Und dieser Platz wird jedes Mal wirklich nur der Documenta vorbelassen. Vom Königsplatz kennt diese Aussage niemand. Also es würde nichts dagegen sprechen, ihn hier zu lassen. Man hat beim Weihnachtsmarkt gemerkt, dass er völlig problemlos hier steht, dass er niemanden im Weg steht. Er ist Treffpunkt für ganz viele Kassler und Flüchtlinge geworden. Ich glaube, viele finden ihn mittlerweile da auch einfach sehr selbstverständlich. Und ich fände es schade, wenn er abgebaut werden würde. Das heißt, er ist mehr oder weniger zu einem großen Politikum geworden. Was denkst du denn, was passieren wird, wenn jetzt am Ende der Woche der Obelisk hier verschwindet? Was würde das für den Documenta-Standort Kassel bedeuten und auch überhaupt für vielleicht über die Grenzen Kassel hinweg, wenn ein Symbol für die Dankbarkeit der Willkommenskultur sozusagen ja, verschwindet? Das wäre für Kassel auf jeden Fall gar nicht gut, gerade wegen der Überregionalität. Ich glaube, dass hier direkt in Kassel sich noch viele finden würden, die der SPD, anderen Vereinen zustimmen und sagen, ich will den da nicht haben. Die können aber in der Regel sowieso nichts mit Kunst anfangen. Die interessieren sich für ganz andere Themen. Es ist aber so, dass die Diskussion um den Obelisken mittlerweile wirklich um die gesamte Welt gegangen ist. Also da ist die Presse aufmerksam geworden bis nach Amerika. Große Kunstzeitschriften interessieren sich mittlerweile dafür. Und wenn der Obelisk am Wochenende hier abgebaut wird, dann ist eins klar, das wird nicht als Abbau interpretiert werden, sondern als Abriss. Und das wird
gegen die Freiheit der Kunst gewertet werden und dementsprechend wird die überregionale Presse ausfallen. Ob das für die Documenta Stadt Kassel gerade nach dem letzten Jahr mit dem Defizit und der Presse darüber dienlich ist, das wage ich schwer zu bezweifeln. Kann man das denn noch irgendwie verhindern? Also ich weiß nicht, wie es dir geht. Du bist ja viel in der Kunst unterwegs, nicht nur in Kassel, sondern auch überregional. Ich weiß nicht, am Wochenende wurde die DAU-Ausstellung in Berlin abgesagt, wo eine Mauer gebaut werden soll. Sozusagen, es geht um das Thema Freiheit der Kunst. Ich meine, dann wurde der Goldene Erdogan in Wiesbaden abgebaut. Wir haben mittlerweile Diskussionen, dass Bilder von Balthus abgehängt werden sollen, weil da Minderjährige gezeigt werden mit Höschen und so weiter. Wir haben auch in Kassel, ich erinnere mich zum Beispiel an eine Karikatur, da hing mal ein gekreuzigter Jesus. Wie weit sind wir gekommen, dass Kunst stärker, sage ich, im Fokus der Politik steht? Ich meine, siehst du da irgendeine Tendenz? Ich meine, oder ist das jetzt einfach von meiner Seite her zu stark in einen Zusammenhang gepackt, der vielleicht so nicht haltbar ist? Oder ist es das gerade? Ich glaube, das hat sich auch ein bisschen entwickelt. Deutschland reagiert ja im Moment insgesamt auf die Flüchtlinge sehr unterschiedlich. Da gibt es halt die eine Seite, die der Meinung ist, wir nehmen zu viele auf, die integrieren sich nicht. Da gibt es Gefahren, die wir nicht abschätzen können. Die anderen sagen, Integration tut uns gut, nur in der Vielfalt können wir weiter bestehen. Da ist ja im Moment eine ganz gemischte Debatte und auch eine sehr aufgeheizte Debatte. In dem Zusammenhang sind natürlich dann auch solche Kunstwerke zu sehen, das denke ich schon. Aber hier mit dem Obelisken, ich glaube nicht, dass man sich einen Gefallen damit tun würde, den abzubauen. Das heißt, für was plädierst du jetzt? Sollte man nicht einfach nochmal innehalten, sozusagen die Luft anhalten, sagen, okay, wir haben jetzt vielleicht etwas entschieden, wir müssen den Künstler vielleicht nochmal hinzuziehen, lassen wir ihn erstmal vielleicht bis im nächsten Jahr stehen oder bis das Documenta-Institut, da gab es ja mal Diskussionen, dass er am Documenta-Institut eventuell stehen sollte, weil diese Geschichte mit der Treppenstraße, wie hast du das empfunden, als da Diskussionen auf... Mit der Treppe meinst du sicherlich hier auf dem Königsplatz. Nee, mit der Treppenstraße, dass der Obelisk auf die Treppenstraße sollte, was ja auch wiederum bedeuten würde, er würde aus seinem Kontext gerissen. Wie hast du das empfunden? Naja, also das hat ist sicherlich aus dem Rathaus gekommen, um dem Künstler einfach nochmal einen neuen Vorschlag zu machen, weil die Situation einfach festgefahren ist. Und die Situation ist, dass der Vertrag mit der Documenta bis zum 30. September läuft. Also länger darf der Obelisk hier nicht stehen. Dann muss er abgebaut werden nach geltendem Gesetz. Die Stadtverordneten haben beschlossen, dass er hier nicht stehen bleiben darf. Also wird es schwierig, das nochmal anders zu lösen. Ich glaube, wenn ihn alle jetzt stehen lassen würden, bis zum Beispiel entschieden ist, wo kommt das Documenta-Institut hin, kommt es für den Künstler in Frage, den Obelisken doch zum Documenta-Institut umzusetzen. Weiß man nicht, wie viel Zeit da noch ins Land geht, weiß man nicht, es gibt keinen Beschluss dafür, den Obelisken so lange hier stehen zu lassen. Es würde sicherlich Ruhe reinbringen, das Thema erstmal aus der Luft nehmen. Aber viele sind mittlerweile genervt und wollen darüber nichts mehr hören. Die wollen es einfach nur noch beendet wissen. Und ich denke, in dem Zusammenhang wird ein Ende herbeigeschaffen werden, egal in welcher Form. Und es wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass er eben abgebaut wird. Und mit all den Konsequenzen, die du ja aufgezeichnet hast. Vielen Dank, Regina Oesterling. Wir werden das weiterhin verfolgen. Und ich kann Ihnen nur sagen, bleiben Sie dran. Jetzt kommen einige Bilder, die ich im letzten Jahr natürlich am Kunstwerk des Obelisken gedreht habe. Hören Sie einfach mal rein, was die Gäste dieser Stadt und auch die Kasseler zum Obelisken sagen. Und wir melden uns wieder demnächst, wenn es heißt, was ist eigentlich hier los am Tatort der Kunst? Bis dahin. Thank you.
Entschuldigung, ich muss Sie was fragen. Ja. Sie haben gerade den Obelisken fotografiert. Was halten Sie denn davon? Ich finde es ein Highlight von Kassel. Ah. Ja. Und warum? Was finden Sie so besonders? Weil wir haben selbst ein Flüchtlingskind zu Hause. Er heißt Khaled. Er wohnt bei uns seit 2 Jahren. Und ich finde für mich, das ist ein wunderschönes Symbol von Offenheit, Hoffnung. Und es ärgert mich einfach, was ich in letzter Zeit gelesen habe über die AfD in Deutschland. Und ja, ich glaube, wir alle haben eine Rolle zu spielen in dieser Offenheit und Umgehen mit die Flüchtlinge. Nicht nur in Deutschland, aber auch überall in der Welt. Was will Ihnen denn das Kunstwerk sagen, wenn Sie auch einen Flüchtling aufgenommen haben? Also es ist ein wunderschönes Dankeschön und Anerkennung, wenn ich ganz ehrlich bin. Das brauchen wir nicht, aber es spricht mein Herzen an einfach. Und ich habe sofort an Khaled gedacht. Ich habe über seine Reise zu uns, er kam ganz allein über das Wasser. Er war einer der glücklichen Kinder, die es geschafft hat. Und man muss es nicht unterschätzen. Ich glaube, jedes Kind, jeder Erwachsene hat eine Art Trauma, wenn sie ihr Zuhause zu verlassen. Meine Mutter war Flüchtling, meine Schwiegermutter war Flüchtling und wir wollten einfach jemanden in Deutschland eine Chance geben. Und es war so eine wunderschöne Bereicherung für mich. Ich hoffe, dass Kassel behält dieses wunderschöne Kunstwerk. Also, ja. Und wie passt denn dieses Kunstwerk auf die diesjährige Documenta? Also dieses Jahr handelt sich die Documenta über politische Themen, sehr viele politische Themen. Und ich weiß, es hat auch sehr viel Kritik bekommen. Ich komme zum zweiten Mal nach Kassel. Ich war auch bei der Documenta in Athen. Und ich finde jede Documenta inspirierend. Ich meine, es gibt natürlich Sachen, die man persönlich nicht gefällt. Sondern man muss immer, ich glaube, mit Kunst eine gewisse Offenheit umgehen. Und ich muss eigentlich manchmal sagen, scheiße auf die Kritiker. Die wissen auch nicht alles. Was wünschen Sie sich denn, was die Besucherinnen und Besucher mitnehmen von der Documenta und von solchem Kunstwerk? Also ich glaube, dass einfach Offenheit im Leben ist super wichtig und auch, dass in dieser unsicheren Welt, wie wir miteinander umgehen und es so viele Kunstwerke dieses Mal haben so viel, mir persönlich sehr viel angesprochen, von Künstlern wie Hiva Katz bis zu Maria Eichhorn, bis zu der Künstler für diese Obelisk. Also ich fand es sensationell. Was glauben Sie, was wird sozusagen von der Documenta übrig bleiben? Wurden hier Themen angestoßen, an denen man sich jetzt vielleicht abarbeiten kann? Ja, ich glaube, was Leute hoffentlich nehmen weg, nochmal vielleicht in sich hineinzugreifen und einfach in sich zu fragen, wie geht man miteinander um? Nicht nur in dem Freundeskreis oder der Familienkreis, aber auch mit Außenseitern. Und ich muss sagen, für mich, was Deutschland in den letzten 2 Jahren gemacht hat, ist eine weltsymbolisch. Und ich weiß, es ist intensiv diskutiert in Deutschland, diese ganze Flüchtlingspolitik. Aber man muss nicht unterschätzen, wie das hat die Aufmerksamkeit über Deutschland in Europa und in der Welt sehr positiv geladen, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich finde ihn hervorragend. Weil man endlich mal auch ein bisschen auf die, sag mal, Fremden mit Problemen, die sie haben, die vom Krieg geflohen sind oder sonst irgendwas, endlich mal auch mal aufrücklich dazu, darüber nachzudenken. Und auch aus christlicher Sicht ist es was. Und wir würden uns wünschen, dass er da bleibt. Wir sind aus Kassel. Ja. Und wie passt er denn hier so auf den Königsplatz? Warum denn gerade? Ja. Passt einfach gut mitten hinein. Es ist ja eigentlich ein Dankbarkeitsdenkmal. Ja. Diejenigen, die Leute aufgenommen haben. Ja. Zum Beispiel, ja. Genau. Gehört sowas auf eine Kunstausstellung? Ja. Und warum? Auch das gehört. Weil diese Kunstausstellung besonders auch politisch ist. Es ist viel Politisches und da gehört es auch dazu. Und vor allen Dingen internationales Publikum auch hat. Das ist ganz entscheidend. Ja. Und was halten Sie davon, dass hier in unterschiedlichen Sprachen der Text drauf ist? Ja, wir sind doch unterschiedlich. Es sind ja auch internationale Leute hier, die mit unterschiedlichen Sprachen, also folglich muss man das auch in unterschiedlichen Sprachen kundtun. Und es leben auch unterschiedliche Menschen. Wir sind doch schon. Jetzt gibt es ja trotzdem, wenn Sie aus Kassel sind, haben Sie ja bestimmt gehört, es gibt ja von Seiten einiger rechter Stadtparlamentarier ja die Aussage, dass es sich hier um entstellte Kunst handeln würde. Ja, aber damit müssen wir uns ja auch nicht auseinandersetzen. Das ist eine entstellte Argumentation.
total entstellte Argumentation. Also, wollten Sie uns viel fragen oder nur eine Frage? Dann fragen Sie, wie sollte man denn mit solchen Leuten umgehen? Wie sollte man mit dem Thema umgehen, dass da Leute so über Kunst reden? Da rein, da raus, forget it. So einfach. Vielen Dank. Bitte. Wie wichtig ist, dass Kunst sich so einem Thema annimmt? Schwierige Frage. Also ich finde es auf jeden Fall wichtig, dass die Kunst immer mit der Zeit mitgeht und sich also mit Dingen beschäftigt, die gerade aktuell sind. Und deswegen finde ich das eine schöne Sache. So. Also, ja. Und was soll deiner Meinung nach oder eurer Meinung nach mit dem Obelisken nach der Documenta passieren? Also ich habe gehört, dass der vielleicht bleiben soll. Und das finde ich ganz cool. Also, ja. Ich finde es auch, wenn er bleibt, ich meine, die Documenta ist zwar für eine Zeit da, aber du hast ja auch Kassel. was auch noch länger aktuell sein wird oder immer aktuell sein wird. Und deswegen, dass du zumindest da bleibst. Mhm. Das heißt, für euch wäre es schade, wenn er wieder weggehen würde. Jetzt gibt es ja, vielleicht habt ihr es mitbekommen, es gibt hier in dieser Stadt eine Partei des rechten Flügels, würde ich es mal so sagen. Und die hat gesagt, das wäre ein Kunstwerk, das entstellt wäre. Die Nazis haben Kunst. Genau, die Nazis haben von entarteter Kunst gesprochen. Die haben das jetzt nicht ganz so eins zu eins übernommen. Was sagt ihr eigentlich solchen Leuten? Oder wie geht man damit um? Ganz schwer. Ich weiß nicht, ich kann so Leute nicht nachvollziehen. Und ich weiß nicht, das sind Leute, die sich über irgendwas aufregen wollen. Also ich kann es wirklich nicht nachvollziehen. So. Keine Ahnung. Wie wichtig ist denn für euch die Freiheit der Kunst, dass Kunst jedes Thema aufgreift und machen kann, was sie will? Ja, im Prinzip ist es eigentlich sehr wichtig, dass sowas wie Meinungsfreiheit. Sie fotografieren gerade den Obelisken. Was halten Sie denn von dem Obelisken? Ja, finde ich ganz gut. Warum? Ja, sieht dann mal ganz interessant aus und hat auch eine Aussage. Es geht ja um die Flüchtlinge und Integration auch entsprechend. Und in der Bibel war ja auch Jesus ein Vertriebener gewesen. Was will denn der Künstler sozusagen mit dem Obelisken erreichen? Ja, dass jeder irgendwo ein Fremdling ist und irgendwo, wenn es ihm nicht so gut geht, aus privaten Gründen oder aus Kriegsgründen flüchtet, dass er dann hier überall irgendwo unterkommen kann, besonders in Deutschland. Was sollte denn mit Ihrer Meinung nach mit dem Obelisken passieren, nach der Documenta? Können wir doch hier stehen lassen. Sie springen auf das Thema an der AfD. Ne? Weißt du nicht, ja, was das war ja in den Medien gewesen entsprechend, ja, dass das irgendwo doch nicht so von der AfD begrüßt wird, dass der Obeliske hier stehen bleiben soll. Aber ich will das begrüßen. Bereichert das eigentlich Kassel und das passt auch hier auf dem Platz, nach meiner Ansicht. You can read. I was a stranger, and you took me in. I think it's about refugees, maybe. Yeah. Because the text is in Hebrew. I don't know. This is Arabic. Arabic, but maybe because of all the refugees. I don't know. Actually, I didn't read what he meant by it. Mm. And what do you think that it's standing here in the middle of Kassel? In the middle of Kassel, yeah. Well, it probably has a really strong meaning or something that they put it here. It's also a point of recognition. Yeah. Meeting point, maybe. Now it's such a big thing in the city, and I think because a lot of people see it and read the text, they start thinking about it, because you don't know what it means, or I didn't know, and you instantly come up with something about it. And I think that if everyone does that, it's kind of like I think it's becoming a monument for the city because of that and that idea. Yeah. You like it? I do. I do. But is it, we haven't even walked around it yet, but is it also on other languages, on other sites? These are the four most spoken languages in Kassel. Kassel. So we have Arabic, English, German and Turkish. Oh, yeah. Turkey.
because I thought I only saw this side, so that was why we thought the refugees, because otherwise a stranger can indeed be everyone. So we didn't even walk around it yet, so because of that. I think it's important, and also that everyone feels connected to it. It's not only people who speak Arabic or English, or it's the four languages which are spoken the most. So I think everyone who walks here feels a little bit more connected. So it's important, I think, to keep it also after the documentary. And everyone's drawn to it now because people are sitting on it. Yeah, and it was also our meeting point with our friends. So. Yeah. Entschuldigung, Sie haben ein Foto gemacht von dem Obelisken. Ja. Was halten Sie denn von dem Kunstwerk? Ja, den können Sie ankaufen. Das ist das Einzige, was ich gesehen habe. Ja, was halten Sie denn von dem Inhalt? Ja, was denn? Die Spruch da drauf steht. Naja, was heißt das so? In Ordnung. Ja. Und ist es wichtig, dass Kunst so klar Stellung bezieht? Warum nicht? Das kann die Kunst richtig machen. Passt hierher. Ja? Ja. Wieso? Was? Ja, ich kenne halt den Platz noch mit der Treppe vor, keine Ahnung, 15 Jahren, 20 Jahren fast. Ja. Und finde halt schon, dass einen Ort bereichern würde, weil das hier stehen zu lassen, ja. Wie heißt der Ort hier? Königsplatz. Ja, klingt erstmal so, als ob hier Könige waren oder so, aber es ist halt der zentralste Platz. Es ist der zentralste Platz, das ist der Treffpunkt aller Straßenbahnen. Das heißt, mitten rein, der Stempel, ja. Dass sich die Documenta dem annimmt, finde ich notwendig. Ja, es spiegelt einfach das wider, was es braucht. Also einfach das Thema, dass es in der Aufmerksamkeit ist, das ist es sowieso. Aber es geht eigentlich schön, ist auch mal, dass die Perspektive des Dankes hier nochmal hervorgehoben wird. Das gefällt mir gut. Tut auch mal gut. So als Deutsche sozusagen oder als Teil der Bevölkerung hier. Ja, und Obelisk ist ja auch eine sehr prominente Form. Also finde ich wichtig. Und was soll Ihrer Meinung nach mit dem Obelisken nach der Dokumente stehen passieren? Bleiben? Warum? Weil das etwas ist, was jetzt in die Zeit gehört. Ich finde es schön, dass es da ist. Es erinnert und es passt in die Diskussion. Ist auch eine Meinung. Auch. Das heißt, Sie versprechen sich davon, dass sozusagen, wenn die Dokumente vorbei ist, was passiert ja eines Tages, dass dann sozusagen die Menschen, wenn sie hier vorbeigehen, als Erinnerung an die Dokumente und auch an das Thema hier noch was vorfinden? Ja, natürlich, genau. Das ist eine Erinnerung, das ist eine stetige Erinnerung. Vielen herzlichen Dank. Ja.